Also, kleiner roter Traktor, lass uns jetzt das Mehl für die Bäckerei von Stumpi holen. Und los! Jan? Jan! Hallo Walter, was gibt's? Mein Wagen ist unter der Eisenbahnbrücke liegen geblieben und steht mitten im Weg. Du und der kleine rote Traktor müsst ihn da wegschleppen. Ui, wir fahren sofort los, Walter. Was guckst du so? Oh, sieh an, ein Glückspfennig. Siehst du einen Pfennig, dann schnell dich bück. Dann hast den ganzen Tag du einen Pfennig. Heißt es nicht, dann hast den ganzen Tag du Glück? Ja, aber weißt du, ich glaub nicht besonders an Glück und solche Sachen. Jan? Hast du, heute Morgen die Kühe schon über den Hof geführt? Ich bin nämlich in Kusche, in Fladen getreten. Tja, Pech, Walter. Jetzt wünschst du dir wohl, dass du den Glückspfennig gefunden hättest. Na komm. Ach was. Behalt ihn ruhig. So ein Mist. Sehr gut. Schön langsam, kleiner roter Traktor. Immer schön langsam weiter. Nur noch ein kleines Stückchen. Gut gemacht. Du bist vielleicht klein, aber du bist super stark. Vielen Dank, Jan. Dir auch vielen Dank, kleiner roter Traktor. Hallo, Jan. Paps, was machst du denn? Es gab Ärger mit dem Wagen. Zum Glück haben mir Jan und der kleine rote Traktor geholfen. Oh, Paps, du und dein Auto. Seit wann verkauft ihr auch Lotterielose? Seit letzter Woche. Wir haben schon eine Menge verkauft. Also, wie viele möchtest du haben? Das ist nicht so mein Ding. Danke, Nicola. Okay, vielleicht überlegst du dir es ja noch. Bis später, Jan. Und nochmals danke fürs Abschleppen. Jetzt müssen wir aber los. Stumpi wird sich schon wundern, wo wir bleiben. Okay, also bis dann, Jan. Wiedersehen, kleiner roter Traktor. Nanu, das klingt ja so, als ob da jemand einen Baum fällen würde. Guten Morgen, Herr Junker. Er scheint uns nicht zu hören. Hallo, Herr Junker. Herr Junker. Herr Junker, Vorsicht! Das Schaf, der Baum fällt direkt auf das Schaf! Jan, Achtung! Sind Sie wahnsinnig? Sie wären fast erschlagen worden! Der Baum wäre sonst auf Ihr Schaf gestürzt. Zum Glück waren wir da. Sie meinen, Jan, also, danke. Oh, wow, sehen Sie nur, ein vierblättriges Kleeblatt. Das heißt, heute ist Ihr Glückstag. Vielleicht gibt's hier noch mehr davon. Haben Sie sich wehgetan? Nein, es ist alles in Ordnung, danke. Sehen Sie, Sie sind wirklich ein Glückspilz. Das Schaf hätte doch auch Sie treten können. Ich glaub nicht an solche Dinge. Bis später. Komm, kleiner roter Traktor. Stumpi denkt bestimmt, wir haben ihn vergessen. Oh, Mann. Selber mäh, ja? Stumpi, vergiss nicht, du hast mir versprochen, heute das Badezimmer zu streichen. Oh, tut mir leid, Elsie, aber das muss wohl noch warten. Da kommt Jan. Aha, aber glaub ja nicht, dass ich es vergessen werde. Entschuldige, ich komme spät. Ich bin aufgehalten worden. Ach was, ich bin froh, dass du da bist. Elsie hätte mich nämlich fast zum Badezimmer streichen verdonnert. Ist das das Mehl? Das ist es. Oh, alles in Ordnung, Jan?
Ja, anscheinend ist heute tatsächlich mein Glückstag. Erst habe ich einen Glückspfennig gefunden, dann vierblättriges Kleeblatt. Und jetzt auch noch ein Hufeisen. Was? Das musst du behalten, Jan. Hufeisen bringen Glück. Danke. Ich lege es zu meiner Sammlung. Und ich werde den letzten Sack Mehl aufladen. Oh nein, ist alles in Ordnung? Oh, warum passiert das alles immer nur mir? Ach komm, das haben wir 0, nichts wieder aufgeladen. So, das hätten wir. Hier ist die Rechnung für die Bäckerei, damit Sie wissen, wie viel ich geliefert habe. Danke, Wart mal. Tja, ich habe meine Geldbörse verloren. Ich weiß, zu Hause hatte ich sie noch. Tja, sie könnte überall sein. Der kleine rote Traktor und ich waren heute so viel unterwegs. Ich sag dir was, Jan, ich helf dir suchen. Vergiss nicht, zwei Augen sehen mehr als eins. Ich hab doch zwei Augen, Stumpi. Ach, du weißt schon, was ich meine. Stumpi, würdest du jetzt bitte das Badezimmer streichen? Oh, tut mir leid, Elsie, aber ich helfe Jan, seine Geldbörse zu suchen. Schon was entdeckt, Stumpi? Nein, bis jetzt noch nicht. Hallo du, bist du heute noch mehr umfallenden Bäumen ausgewichen? Das ist ein Schaf, Jan. Hallo? Kleiner roter Traktor? Was? Du meinst, es möchte uns was erzählen? Also, was? Ah! Was hast du da, Jan? Meine Geldbörse. Oh, na großartig. Hat dir das Hufeisen doch Glück gebracht. Ich hab's Walter gesagt und auch Herrn Junker. Und ich sage dir dasselbe. Es gibt so etwas nicht wie Glücksbringer. Mir wär's auch lieber, du hättest ein bisschen weniger Glück gehabt. Wieso? Weil ich jetzt noch genug Zeit habe, das dämliche Badezimmer zu streichen. Mach's gut, Stumpi. Und danke für die Hilfe. Gut gemacht, kleiner roter Traktor. Hey, das ist doch... Moment mal, Herr Junker! Oh, Jan, haben Sie mich erschreckt. Sie arbeiten immer noch? Es ist schon ganz schön spät. Das ist hier der letzte. Der Baum wird genau dorthin fallen. Es gibt nichts über gutes Werkzeug in den Händen eines Fachmanns. Nichts bleibt dem Zufall überlassen. Da stimmt was nicht. Kleiner roter Traktor! Nein! Pass auf! Also, das verstehe ich einfach nicht. Er sollte genau zur anderen Seite fallen. Wenn dem kleinen roten Traktor was passiert ist... Oh, kleiner roter Traktor! Ist alles in Ordnung? Das war besonders großes Glück. Glück? Ja, das Hufeisen, das Kleeblatt, der Glückspfennig. Vielleicht ist das heute doch unser Glückstag. Weißt du, was ich glaube? Nach allem, was passiert ist, sollten wir jetzt einen Lotterieschein kaufen. Oder wir nehmen das Geld lieber für eine große Dose Politur für dich, kleiner roter Traktor. Stumpi? Stumpi? Hallo, Elsie. Ist Stumpi da? Ja. Ja, er muss hier irgendwo stecken. Er wollte eigentlich arbeiten, aber er ist wohl zu seinem Geheimplatz. Max und Emma wollten auch was von ihm und suchen ihn. Hallo, Stumpi. Hallo, ihr zwei. Ist ein toller Geheimplatz. Was machst du hier so alles? Oh, dies und das, wisst ihr. Naja, meistens mache ich ja nichts weiter als nachzudenken. Schlafen, meint er wohl. Hey, wollen wir uns nicht auch einen Geheimplatz suchen? Ja! Es gibt Zeiten, da brauchen wir alle ein ruhiges Plätzchen nur für uns allein. Jan, Stumpi hat einen Geheimplatz. Ach, tatsächlich? Ja! Und er macht alles Mögliche dort. Ich glaube, er macht überhaupt nichts dort, wenn du mich fragst.
Max und ich suchen für uns auch so einen Platz. Würden du und der kleine rote Traktor uns dabei helfen? Aber klar doch. Ich muss nur noch das Getreide abladen. Tja, das ist vielleicht ein Wetterchen, was? Die Leute gehen hier zu gerne bei so einem sonnigen Wetter zum Wandern. Walter, der Freund der Wanderer? Hä? Wenn sie immer auf den Wegen bleiben, ist das kein Problem. Aber wenn sie vom Weg abkommen und mein Land betreten, dann... Wehe ihnen! Warum stellen sie denn nicht ein paar Schilder auf? Betreten verboten oder so? Schilder bringen da nichts. Da ist ein Spähtrupp nötig. Ich werde sie fortjagen. Fahren wir, großer Blauer. Machen Sie es gut. Ja, das werde ich. Wie wäre es hier? Ein perfekter Platz dafür, wenn ihr mich fragt. Es ist schön sonnig hier, aber es ist, weißt du... Zu offen hier. Wir suchen mehr einen Platz, der etwas versteckter liegt. Ah, ich verstehe. Dann suchen wir woanders. Wie wäre es hier? Zu schattig. Ist es hier besser? Tut mir leid, zu matschig. Gefällt's euch hier? Viel zu sonnig. Naja, dann fällt mir nur noch ein einziger Platz in der Gegend hier ein. Kommt schon, ihr Landstreicher. Zeigt, wo ihr seid. Keine Spur von Ihnen, großer Blauer. Versuchen wir es mal auf der anderen Seite. Hier ist es toll. Wirklich? Der Platz ist perfekt. Große Klasse. Wir brauchen ein paar Decken und Kissen und solche Dinge, um es uns richtig gemütlich zu machen. Fragt doch ein bisschen herum. Ich bin sicher, die Leute überlassen euch gerne ein paar Sachen. Okay, aber wir dürfen niemandem erzählen, wofür wir die Sachen haben wollen. Meint ihr wirklich? Ja, es soll doch ein Geheimplatz sein. Wir können ein Geheimnis für uns behalten. Nicht wahr, kleiner roter Traktor? Ich such Wanderer, Jan. Haben Sie welche gesehen? Guten Morgen, Herr Junker. Nein, hab ich nicht. Nein. Ich lieg auf der Lauer. Man kann nicht vorsichtig genug sein. Und was macht ihr zwei auf dem Anhänger da? Ach, nichts. Wir haben ein paar alte Sachen hier. Die wollen wir wegwerfen. Sehr gut. Weg mit dem Alten. Platz machen fürs Neue, sage ich immer. Bis später. Weg mit dem Alten? Nur gut, dass nicht jeder von uns dieser Meinung ist. Stimmt's, kleiner roter Traktor? So, das war's. Was wollt ihr denn damit anfangen? Das ist ein Geheimnis, Nicola. Oh, verstehe. Entschuldigt. Kein Problem. Hallo, ihr. Wofür braucht ihr dieses alte Ding? Das darfst du nicht wissen, Paps. Es ist ein Geheimnis. Ein Geheimnis? Ich kann sowas für mich behalten. Danke, dass ihr uns geholfen habt. Es ist wirklich toll hier. Dann werden wir euch mal allein lassen. Wir sind hinten auf dem Hof, wenn ihr uns braucht. Und los! Ist nirgendwo ein Wanderer zu entdecken, großer Blauer. Die müssen wissen, dass wir auf der Lauer liegen. Fahren wir. Hey, es gibt noch eine Menge zu tun. Aha! Ich sehe Landstreicher, großer Blauer. Direkt vor uns. Hab ich's mir doch gedacht. Sie sehen ein bisschen merkwürdig aus. Sagen wir lieber Jan Bescheid. Sieh mal, da fährt Herr Junker. Ob er unser Versteck wohl entdeckt hat? Ach, das glaube ich nicht. Vielleicht hat er uns entdeckt, aber unser Versteck bestimmt nicht. Au! Sie haben Landstreicher auf dem Grundstück. Landstreicher? Landstreicher. Merkwürdige Leute, die merkwürdiges Zeug tragen. Umhänge oder Schals, solche Dinge. Umhänge und Schals? Oh, ja, ich weiß schon, wen Sie meinen. Ach, wirklich? Ja, das sind ein paar Leute, die aus dem Dorf kommen. Die wollen Dachse beobachten. Die suchen da nach einem Dachsbau. Aber so wie sie sich aufführen, werden sie nie einen finden. Sie kreischen und brüllen rum. Hast du noch mehr alte Sachen, Jan? Oh, oh. Guten Tag, Herr Junker. Du weißt schon, Sachen zum Wegwerfen. Oh ja. Ich weiß auch nicht, woher das ganze alte Zeug kommt. Immer wenn man denkt, dass alles gut läuft. Was ist denn das? Was ist das für ein Müll da? Da hat jemand seinen alten Plunder bei Jan abgeladen.
Wo soll das bloß noch hinführen? Na komm, Rosti. Wir müssen Jan von der Sache erzählen. Also ich würde mir das verbieten, dass die vielleicht auf frischer Saat rumtrampeln. Hey Jan, du wirst es nicht für möglich halten. Da hat jemand sein altes Zeug auf deinem besten Feld abgeladen. Das waren sicher diese Dachsbeobachter. Dachsbeobachter? Das ist ja furchtbar, Walter. Danke, dass du mir Bescheid gesagt hast. Ich muss sowieso gleich zu Stumpi rüber, dann werde ich mir die Sache mal ansehen. Ja, ausgezeichnet. Und machen Sie diesen Leuten klar, dass sie kein Recht haben, hier in der Gegend rumzuflattern. Ja, aber sicher mache ich das. Bis später. Es ist hier gar nicht so einfach, ein Geheimnis für sich zu behalten. Es dauert nicht lange, Elsie. Ich sag nur Jan, dass sein Mehl fertig ist. Warum ruft er ihn nicht einfach an wie jeder andere normale Mensch? Das werde ich nie begreifen. Oh, so sieht man sich wieder. Schönes Plätzchen habt ihr hier. Ja, bis eben. Ist alles in Ordnung bei euch? Oh ja, danke. Du siehst irgendwie lustig aus, Stumpi. Also mal ehrlich, ich dachte bisher, das hier wäre ein Geheimplatz. Wohl mehr ein offenes Geheimnis. Oh, wisst ihr, was ihr tun solltet? Was denn? Macht nicht länger ein Geheimnis daraus. Macht eine richtige Eröffnungsfeier. Danach wird euch bestimmt jeder in Ruhe lassen. Meinst du? Bei mir hat's geklappt. Elsie hat mich nach dieser Feier nie mehr gestört. Scheint eine gute Idee zu sein. Ich fahr rum und erzähl's überall. Und während ihr hier alles sauber und hübsch macht, holen der kleine Traktor und ich was zu trinken und Kekse. Was meint ihr? So machen wir's. Es ist gleich soweit. Ich hoffe, ihr habt da eine Tür, die ihr abschließen könnt, damit diese Dachsbeobachter draußen bleiben. Gut, dass Sie daran denken, werter Herr Junker. Oh, aber was machen wir nur, wenn Sie schon da drin sind? Oh nein, ich werde mal nachsehen. Oh, das würden Sie nicht wagen, jetzt einfach. Ah, Hilfe, da ist da einer. Ist alles okay, Herr Junker? Ich bin's. Ja, was? Ey. Oh, ja, natürlich bist du es. Verzeihen Sie, dass ich Sie vorhin ein bisschen angeflunkert habe, aber ich musste ein Geheimnis wahren. Es gibt hier niemanden, der Dachse beobachten möchte. Das waren Max und Emma die ganze Zeit. Wir haben Sachen in unser Versteck gebracht. Hm? Oh, ja, das war mir klar. Ich habe das Spiel nur mitgespielt. War alles ein Scherz, wisst ihr? Also, fertig? Ja! Und hiermit ist unser Geheimplatz eröffnet! Hurra! Hurra! Genau so, kleiner roter Traktor. Gute Arbeit. Jan! 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 Max und Emma, na, was macht ihr zwei hier? Jan, du kennst doch den Plätscherbach, ja, Max. Ja, sicher kenne ich den. Geht morgen los, hm? Ich freue mich schon darauf. Wir auch. Und wir haben eine tolle Idee. Was denn für eine? Du weißt doch, die machen jedes Jahr einen Festzug mit lustigen Kostümen und so. Ja. Wir möchten, dass der kleine rote Traktor da mitmacht. Wir könnten ihn verkleiden. Ja, und aus ihm einen Drachen machen. Einen Drachen, meint ihr? Was hältst du davon, kleiner roter Traktor? Klingt, als würde ihm euer Vorschlag gefallen. Ja, yippie! Wir machen aus ihm einen Drachen. Wir machen aus ihm einen Drachen. Aber erst, wenn wir hier mit unserer Arbeit fertig sind. Also, wenn wir damit nicht den ersten Preis beim Festzug gewinnen, dann weiß ich auch nicht mehr. Oh, Elsie, du hast mich fast zu Tode erschreckt. Das kann ich nur zurückgeben, mein Lieber. Was ist das? Ist toll geworden, was? Ich wette, Flitzer und ich machen den ersten Preis beim Festumzug. Das ist Flitzer? Ja, und jetzt werde ich ihn erstmal Jan zeigen. Stumpi, bist du sicher, dass das eine gute Idee ist? Ich meine, wie kannst du sehen, wohin du fährst? Ich kann wunderbar durch die Löcher in den Augen sehen. Bis nachher, Elsie! Oh, ich habe irgendwie das Gefühl, das nimmt kein gutes Ende. Gut, mit Pflügen sind wir fertig. Jetzt können wir uns an die Arbeit mit dem Drachen machen. Ja, klasse! Wir brauchen dazu Holz und dann noch Pappe, Schnur und Klebeband. Du wirst bestimmt der gruseligste Drache, den es je gegeben hat. Du
nutzloses Ding, du! Ich habe keine Lust mehr dazu. Also. Das klingt nicht gut. Heute ganz allein, ohne Max und Emma? Ja, heute sind sie nicht dabei. Sie sind bei Jan. Sie wollen den kleinen roten Traktor in einen Drachen verwandeln, für den Plätscherbach-Umzug. In einen Drachen? Oh, du meine Güte. Einen Drachen? Was hat das auf sich mit diesem Drachen? Oh, nicht schon wieder. Ich habe wirklich gedacht, ich hätte es diesmal geschafft. Oh je. Ärger? Nein, es geht um Paps altes Auto. Er versucht immer, es zum Laufen zu bringen. Und das ist dann das Ergebnis. Also, Sie wollten Grillkohle haben, nicht wahr? Ein Sack oder zwei. Das wird eine richtig schöne Sache. Es wird toll aussehen, wenn es angemalt ist. Das hoffe ich auch. Hallo? Das klingt nach Flitzer. Oh, Hilfe! Wer hat das Licht ausgemacht? Oh, oh, hört sich nach Ärger an. Oh, was ist passiert? Du hast anscheinend einen Clown angefahren, Stumpi. Oh, verflixt. Der hat mich viel Zeit gekostet. Ich wollte mit dem Clownskopf den ersten Preis beim Umzug gewinnen. Du könntest doch einen neuen machen. Oh nein, das dauert doch viel zu lange. Der Umzug ist schon morgen und ich muss nachher noch eine Menge Getreide für den Gutshof malen. Du hast ihn aber wirklich toll hingekriegt. Warum hilfst du da nicht uns, Stumpi? Genau. Wir verwandeln den kleinen roten Traktor für den Umzug in einen Drachen. Oh, hört sich gut an. Wir könnten einen guten Maler gebrauchen. Gut, ich helfe euch gern. Na prima. Machen wir uns wieder an die Arbeit. Also langsam nimmt die Sache Formen an, kleiner roter Traktor. Warte nur, bis ich dein Kostüm angemalt habe. Nicht schlecht. Muss ich mich selbst mal loben. Nicht schlecht? Das ist super klasse. Aber es ist noch nicht ganz fertig. Für mich sieht's aber fertig aus, Jan. Nicht bevor er noch die richtigen Geräusche machen kann. Als kleiner Junge habe ich die immer an meinem Fahrradreifen angebracht. Du meine Güte, ist das schon spät. Ich muss dringend zur Mühle. In ein paar Minuten kommt der Junker und bringt mir das Getreide. Das hätte ich bei all der Aufregung fast vergessen. Also bis später, Jan. Mach's gut, Kinder. Wiedersehen, Stumpi. Hab vorsichtig, Stumpi. Das hätten wir, Herr Junker, frisch aufgetankt. Danke, Nicola. Jetzt bringe ich noch das Getreide zu Stumpi und dann lege ich im Garten die Füße hoch. Freuen Sie sich auch schon auf den Umzug, Herr Junker? Auf den Umzug? Bewahre, nein. Viel Lärm um nichts. Ein gewaltiges Tohuwabohu, ein paar Buden und eine Rede vom Bürgermeister. Nein, das ist nicht meine Vorstellung vom Ausklang eines anstrengenden Tages. Tja, ich glaube, es wird dieses Jahr ganz schön spannend. Ich habe von Frau Thurmann gehört, dass diesmal sogar ein Drache erwartet wird. Ein Drache. Ja, ein Drache. Also Frau Thurmann hat mir erzählt, dass... Frau Thurmann hat Ihnen das also erzählt? Ja, das ist das Schlimme mit den Leuten vom Lande. Sie sind einfach zu leichtgläubig, wenn sie solche Geschichten hören. Bis bald. Ein richtiger Drache, also du Riesen... Pass auf, was du sagst, Nicola. Entschuldige. Hallo, Elsie. Ich suche Stumpi. Ist er da? Nein, im Moment nicht, aber ich bin sicher, er kommt gleich. Er weiß, dass Sie Getreide bringen. Tja, ich weiß nicht. Diese Leute vom Lande. Was meinen Sie mit Leute vom Lande? Sie erzählen solche Geschichten. Erst vor ein paar Minuten haben sich Walter und Nicola eine Geschichte über einen Drachen zurechtgesponnen. Ein Drache, ich bitte Sie. Dabei weiß doch jeder, dass es so etwas wie einen Drachen gar nicht gibt. Die kommen doch nur in Märchen und fantastischen Sagen vor. Nun, wir nehmen Geschichten über Drachen nicht so einfach auf die leichte Schulter. Wieso hätte mein Vater denn sonst einen fangen können, so einen großen Grünen? Absoluter Quatsch, Blödsinn, Stuss und Papalapap. Tja, wenn Sie es so sagen, Herr Junker. Das tue ich. Stumpi, was ist denn mit deinem Clown passiert? Oh, oh, den meinst du? Er hatte einen kleinen Unfall. Clowns und Drachen? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ich glaube, ich werde mich nie an dieses Landleben gewöhnen können. In ein paar Tagen hole ich das Mehl ab, ja, Stumpi? Ja, und vielen Dank auch. Stumpi, was war das eben für ein Unsinn mit deinem Vater, der einen Drachen gefangen hat? Das war kein Unsinn. Er hat einen gefangen. Einen Papierdrachen. Stumpi. So. Nun bist du ein richtiger Drache, kleiner roter Traktor.
Und jetzt wird's Zeit, euch beide nach Hause zu bringen. Aber vielleicht sollten wir vorher erst noch mal prüfen, ob unser Drache auch richtig fauchen kann. Oh ja! Ja, bitte, Jan. Also rein mit dir, Emma. Und jetzt du, Max. Hey, hey! Also das nenne ich mal ein drachenmäßiges Fauchen. Ja, das ist die Seite des Landlebens, die ich so sehr schätze. Die letzten Sonnenstrahlen am Abend, der Duft von... Was ist das? Ich hoffe doch nicht, dass Jan wieder seinen Bullen frei auf dem Feld rumlaufen lässt. Was in aller Welt ist... Nein, nein, das kann doch nicht sein. Es ist... Oh, es ist ein Drache. Oh, Hilfe! Ein Drache! Ein Drache! Bitte nicht. Ich möchte nicht als abendliches Drachenfutter enden. Herr Junker? Ja, Jan? Ist er weg? Wer ist weg? Der Drache. Ich habe ihn gesehen. Er war groß und furchterregend und wollte mich auffressen. Oh, Herr Junker. Was ist daran so komisch? Es gibt keinen Drachen, Herr Junker. Das ist der kleine rote Traktor. Oh, es ist... Es war ein kleiner Scherz von mir. Ich wusste natürlich, dass es der kleine rote Traktor ist. Es gibt doch überhaupt keine Drachen, hä? Juhu! Oho! Ja, du siehst gut aus! Ja, schön! Ja, ein toller Drachen! Du bist vielleicht nicht der größte kleiner roter Traktor, aber du bist ein großer Gewinner.